Nicht nur Straßen müssen erhalten werden, sondern auch unsere Muskulatur. Denn, man glaubt es kaum, unsere Muskulatur baut ab dem 30. Lebensjahr ab. Und zwar alle 10 Jahre rund um 5%. Und mit 80 Jahren kann man sich vorstellen, ist dann nur mehr ein kleiner Teil der Muskulatur funktionstüchtig. Was man aber dagegen tun kann, das sagt uns jetzt unsere Physiotherapeutin Michaela Raab. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Muskulatur, Gleichgewicht ziehen. Ich stehe jetzt schon sehr lange hier, noch dazu mit den hohen Stuhlen. So kann man testen, wie mein Gleichgewicht ziehen ausschaut oder wie lange ich den halten kann. Warum sind diese beiden, warum gehen die einher, warum sind die zwei so zusammen so wichtig? Also ein regelmäßiges Gleichgewichtstraining ist genauso wichtig wie ein regelmäßiges muskuläres Training, weil Nerv und Muskel eigentlich ein Zusammenspiel sind und weil wir uns mit einem regelmäßigen Gleichgewichtstraining gut eine Körperwahrnehmung erarbeiten können, aber vor allem unsere Reaktionsfähigkeit trainieren können. Und das macht vor allem Sinn fürs Alter, dass man hierdurch eine gute Sturzprophylaxe hat. Also gerade so, wenn es draußen windig, schneeeisig ist, unebene, ja, doch ein bisschen aushalten, Gegebenheiten hat, dann ist man da einfach standfester. Aber auch für Sportarten, wie zum Beispiel jetzt den Skifahren, hilft so ein Training, dass man Stürze vermeidet und auch deren Folgen schmälert und verhindern kann. Gut, wir haben aber jetzt natürlich vorrangig Übungen, die Oberschenkelmuskulatur, Arme und Rücken stärken sollen. Fangen wir vielleicht mit den Oberschenkeln an. Genau. Da habe ich eine Übung mitgebracht, die auch beides wieder vereint, Gleichgewicht und Training für die Beinmuskulatur. Und ich würde sagen, wir nehmen uns gleich einmal ein paar Wasserflaschen dazu in die Hand. Die Beine brauchen Zusatzgewicht. Das ist eine Kniebeuge im Ausfallschritt. Schaut so aus, langsam beide Beine beugen, bis das hintere Knie fast den Boden berührt. Nicht absetzen, schön unter Spannung bleiben. Vorne ist es wichtig, dass die Ferse gut am Boden verankert bleibt und dass das Knie nicht über die Zehenspitzen schiebt und dass der Oberkörper aufrecht bleibt. Das ist ein super Training für, Sie spüren es wahrscheinlich schon, Oberschenkelmuskulatur. Wenn man es ein bisschen länger macht, kommt auch noch gute Gesäßmuskulatur dazu. Okay. Wie oft soll man es machen? 3 Sätze mit 10 Wiederholungen zu Beginn. Und steigern kann man das sehr schön auf bis zu 20 Wiederholungen. Und wenn man dann noch steigern will, am besten noch schwerere Gewichte dazu nehmen. Okay, das sind jetzt so 1,5 Kilo, aber so bis 3-4 Kilo kann man da schon in den ersten Wochen ganz gut steigern. Übung 1. Übung 2. Übung 2 ist jetzt eine Übung, die ein bisschen mehr das Gleichgewicht fordert. Das ist eine Standwaage. Wir stehen dabei auf dem rechten Bein. Ich mache es jetzt links, also rechts. Ja. Leicht gebeugtes Bein. Wir neigen unser Spielbein rechts nach hinten, gestreckt, und neigen dabei den Oberkörper mit gestreckten Armen nach vorne. Und kommen wieder in der Ausgangsposition zurück. Jetzt haben wir da die Möglichkeit, wir können die Endposition wieder für längere Zeit halten. Es ist super mit den Stöckelschuhen. Das ist noch einmal eine Herausforderung. Oder man macht es dynamisch, etwas schneller. Auch das ist eine Variation. Also gerade beim Gleichgewicht, das wird gern herausgefordert. Man kann das mit Stöckelschuhen machen. Man kann es aber sinnvoller, glaube ich, barfuß. Ne? Barfuß ist es deshalb sinnvoll, gerade am Anfang. Wir haben da eine sehr gute Mechanorezeptorik auf der Fußsohle und damit haben wir eine super Übertragung direkt auf die Muskulatur, das Nervensystem, und können sehr schnell reagieren. Aber in der Physiotherapie verwenden wir auch gerne dann instabile Unterlagen, wie einen Kreisel oder ein zusammengerolltes Handtuch, was die Übung auch tatsächlich erschweren soll. Um diese Rezeptoren noch sensibler zu machen. Bewusst herauszufordern. Genau. Wunderbar. Jetzt die Arme. Für die Arme nehmen wir wieder unsere Gewichte. Wir leiden ja alle ein bisschen so unter Nackenverspannungen und dieses Sitzen im Büro, das macht auch nicht so einen Spaß. Das ist eine schöne Übung. Am besten, wenn man viel sitzt, aufstehen. Die Arme über den Kopf strecken, gestreckte Arme, und jetzt langsam die Ellbogen zur Seite beugen. Und man stellt sich vor, man drückt einen schweren Gegenstand langsam hinauf und wieder langsam hinunter. Das ist sehr effizient für die Nackenmuskulatur, die eben gerne verspannt ist. Auch ein bisschen kräftig, aber auch die Oberarme, auch den Trizeps, gerade für Frauen. Das ist sehr wirkungsvoll. Das sind diese Fledermausärmel, nicht? Genau, die wir nicht haben wollen, vor allem nicht in der Wahlsaison. Ja, auch die Übung bietet sich wieder an, in 3 Sätzen zu trainieren. A10 Mal wieder steigern. Okay. Und die zweite für die Arme, haben wir eine zweite für die Arme oder kommen wir schon zum Rücken? Wir kommen zum Rücken. Machen wir noch eine für den Rücken. Ich nehme jetzt noch einmal die Gewichte, weil auch die bietet sich an, die mit Gewicht zu arbeiten.
Stand, Bein hüftbreit, leicht gebeugte Beine, den Oberkörper nach vorne neigen. Je weiter ich nach vorne komme, desto schwieriger. Wichtig ist, dass der Rücken gerade ist. Und jetzt, es nennt sich auch Standrudern, wir ziehen mit den Ellbogen so weit wie möglich nach oben und bremsen das Gewicht wieder nach unten ab. Mhm. Je weiter der Oberkörper... Also immer der Zug muss sowohl nach unten als auch nach oben. Genau, wir halten, bestehen. Wir bremsen das Gewicht ab. Das ist bei jeder Kraftübung wichtig, weil gerade... Man sagt dazu exzentrisch, also bremsende Aktivität, besonders wertvoll ist fürs Krafttraining, für die Ausbildung der Muskulatur. Okay, wunderbar. Okay? Gut, ja, sind wir schon ins Schwitzen gegangen? Ja, mir wird schon reichen. Und das ist also eine wunderbare Vorbereitung, um im Alter eine funktionstüchtige, genau, Muskulatur zu haben. Fit zu sein, aber auch ein bisschen besser auszuschauen, weil mit einer aufrechten Haltung wirkt man gleich ganz anders, als wenn man gebeugt durchs Leben geht. Raab, ich danke Ihnen sehr fürs Kommen und für das Mitbringen dieser Übungen. Ja, viel das Spaß. Das bereitet uns durchaus auf eine Skisaison vor. Absolut.